Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Worte Freundschaft, Partnerschaft und Vertrauen in Jackies Wortschatz nicht existieren. Und wenn es ihr doch leid tut. Guten Tag, bin ich mit dem Düsseldorfer Tageblatt verbunden? Prima. Ich würde gern mit jemandem sprechen, der sich für einen Skandal in der Promi-Szene interessiert. Du hast auch einen, sogar einen sehr schönen, wenn ich das mal so sagen darf. Danke. Wie konnte das denn passieren? Na wie schon, weil Ramon die Bilder falsch angesetzt hat. Was? Und zwar mit voller Absicht. Du tickst doch nicht ganz richtig. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich das extra gemacht habe. So was passiert einem ja wohl nicht zufällig. Noch nicht mal, wenn man so bescheuert ist wie du. Mensch, Jackie. Nein, was kann man da schon großartig falsch machen? Ach, man muss einfach den Fixierer weglassen, stimmt's? Jackie, ich hab wirklich keine Ahnung. Ja, es würde mich auch wundern, wenn du es jetzt zugeben würdest. Da gibt's nichts zuzugeben. Wahrscheinlich hast du mir noch eine falsche Flasche an. Ach, hör doch auf. Du wolltest mir alles verderben und das ist dir auch prima gelungen. Jackie. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass sich Ramon mit dir stundenlang in die Dunkelkammer stellt und nachher wieder alles kaputt zu machen. Ach, der würde doch sonst was tun, um sich an mir zu rächen. Ist doch immer noch sauer, weil ich ihn damals nicht reingelassen habe. Schon mal was von gekränkter Eitelkeit gehört? Sag mal, spinnst du? Oh Mann, bin ich froh, dass ich dich damals nicht reingelassen habe. Als ob ich jemals ernsthaft was von dir gewollt hätte. Mann, Mann, haben die sie noch alle? Wenn die blöde Kuh mich anmacht. Die Streiterei bringt wirklich nichts. Ja, Mann, aber er verpackt doch schon alles. Schnauze jetzt. Wir brauchen neue Abzüge und zwar sofort. Ich rühre hier keinen Finger. Ja, das ist auch besser so. Ihr geht mir auf die Nerven. Ihr besorgt sofort neue Abzüge. Streiten könnt ihr euch hinterher noch so lange ihr wollt. Nein. Ich arbeite nicht mehr mit dir. Hör mal gut zu. Ich will diese Ausstellung. Das lasse ich mir von niemandem versauen. Von dir nicht. Von dir auch nicht. Ist das klar? Tag und Nacht träume ich von dir. Und manchmal stelle ich mir vor, wie es ist, endlich richtig mit dir zusammen zu sein. Ey! Leider bin ich sicher nicht die Einzige, die dir sowas schreibt, aber ich bin sicher, mit mir wär's am schönsten. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, meine Post aufzumachen? Deine Post? Das ist mein Brief, verdammt nochmal. Normalerweise gehe ich gar nicht zu Fußballspielen. Aber eine innere Stimme hatte mir gesagt, dass ich bei diesem Pokalspiel etwas Besonderes erleben werde. Das ist meine. Von Steffi? Quatsch. Von so einer Möchtegern-Fußballerbraut. Wie kommst du eigentlich darauf, dass der für dich ist? Ach, nur so. Schreibt Bastiane dir denn auch so ein Gesülze? Nein, das nicht. Aber wieso dachtest du dann, er sei von ihr? Er hätte doch sein können. Manchmal stelle ich mir vor, wie es ist, endlich richtig mit dir zusammen zu sein. Ach, jetzt kapiere ich, ihr seid noch nicht richtig zusammen. Ich meine, ihr habt immer noch nicht. Du hast doch selber gesagt, dass man es nicht sofort tun muss. Ja, aber das ist doch nun schon Wochen her und im Prinzip wolltest du doch schon ganz gern. Das liegt ja wohl nicht nur an mir. Ach so, sie will nicht. Ich weiß es nicht, wir haben in letzter Zeit nicht mehr darüber geredet. Dann solltet ihr das vielleicht mal wieder tun. Es könnte nämlich sein, dass euch was entgeht. Und das wäre doch schade, Hat sich eigentlich dein Staatsanwalt mal wieder gemeldet? Oder das Finanzamt? Charlie, bitte. Nun sag schon, wie ist der Stand der Dinge? Ich habe nichts mehr gehört. Und da kommt auch nichts mehr. Du meinst also, Clarissa, dass du dem Staat keine einzige Steuermark vorenthalten hast? Genau das meine ich. Hoffentlich sieht dein Staatsanwalt das genauso. Vielleicht treffe ich ihn ja auf Barbaras Gala. Da kann ich ihn ein bisschen aushorchen. Du willst allen Ernstes auf dieses Tierschützerfest gehen? Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Na, hör mal. Barbara ist nicht gerade deine beste Freundin. Dass sie dich überhaupt eingeladen hat. Clarissa, bei einem Top-Event in Düsseldorf, da gehöre ich ganz einfach dazu. Das ist doch kein Top-Event. Das war es noch nie.
Die Leute, die du da triffst, sind nur Weltverbesserer, die sich umsonst durchfressen wollen. Natürlich rein vegetarisch. Höre ich da so etwas wie leise Verärgerung, dass man dich nicht eingeladen hat? Ich brauche keine Einladung. Schließlich findet das Ganze auf meinem Grund und Boden statt. Also gehst du doch hin? Nein. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, lass es auch sein. Ich denke gar nicht daran. Vielleicht kann ich ein paar gute Kontakte machen. Für deine Galerie? Vergiss es. Die Leute, die da hinkommen, die kaufen keine Bilder. Die malen selbst, wenn sie nicht töpfern. Irgendwer mit Geld muss ja da sein. Barbara will schließlich Spenden eintreiben. Wird mich schon amüsieren. Aber Charlie, bei dieser Veranstaltung muss man Betroffenheit heucheln. Das Lachen verboten. Glaub mir, als ich noch mit Christoph zusammen war, musste ich ständig zu solchen Veranstaltungen gehen. Na, siehst du? Und ich habe sowas noch nie erlebt und jetzt will ich es mal ausprobieren. Na gut, dann tu's, wenn du es nicht lassen kannst. Schließlich deine Zeit, die du verplemperst. Na, du weißt. Nee. Mist. Na, alles klar? Hey Cleo, stör mich jetzt nicht, sonst kann ich wieder von vorne anfangen. Oh, sind das die Bildtitel? Ja. Mhm. Na, also wenn jetzt noch ein Foto da wäre, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, so. Wenn die Fotos heute noch kommen. Ach, Jackie hat gesagt, sie packt das. Jetzt reg dich nicht auf. Und sonst, ja. Mein Gott, da müsste halt eine Ausstellung machen ohne Fotos. Hätte doch auch mal was. Klar. Bloß, was verkaufen wir denn? Aber deine Handschrift, die kann sich echt ziehen lassen. Findest du? Ja, was denn? Versprich mir, dass du nicht sauer bist. Ja, klar. Zyklop. Schreibt man mit Y. Ja, ja. Oh. Mist. Ach, Mann, warum kann man die Bilder nicht einfach durchnummerieren? Ja. Ah, ja. Und nochmal. Toll, toll, toll. Ja. Weißt du übrigens, mit wem ich zu Barbaras Gala gehe? Hast du halt kein anderes Thema auf Lager? Ich sage nur M-A-N-N. Nun, dass du da nicht mit einer Frau hingehst, ist mir schon klar. Bist du denn gar nicht neugierig? Nein. Och, Clarissa, sei keine Spielverderberin. Also gut, wer ist es? Mein neuer Lover. Er heißt Larry. Larry? Klingt ja sehr verheißungsvoll. Mhm, er würde dir gefallen. Wenn du auch kommst, kannst du ihn kennenlernen. Kein Bedarf. Er ist aber was ganz Besonderes. Dann stell mir besser nicht vor. So, und jetzt möchte ich von Barbaras Tierschutzfete nichts mehr hören. Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass du jetzt noch einen Kurs hast, dann wäre ich noch ein bisschen in die Stadt gegangen. Tut mir leid. Ich habe den Stundenplan noch nicht so intus. Naja, macht ja nichts. Geh ich ihm jetzt noch ein bisschen bummeln. Du kannst doch hier warten. Nee, so toll finde ich es auf deiner Schule nur auch wieder nicht. Sag mal, wie läuft's denn jetzt mit Uli? Gut. Es ist schon toll, dass wir uns jetzt wieder so oft sehen. Aber? Na komm, irgendwas stört dich doch. Nein. Es ist echt toll, dass wir jetzt in eine Klasse gehen. Es ist nur... Naja, also... Außerhalb der Schule, da läuft nicht mehr so viel. Ist er etwa ein Langweiler? Nein, wir haben echt total viel Spaß. Es ist nur, naja, eigentlich würde ich schon gern mal mit ihm schlafen. Und warum tust du es nicht? Irgendwie will er nicht. Vielleicht kann er nicht. Ach Quatsch. Doch, vor lauter Schiss, sowas gibt's. Aber er braucht doch keinen Schiss zu haben. Und außerdem in der Jagdhütte wollte er ja auch. Ja, und jetzt hat er eben Panik gekriegt, weil er es selber noch nicht gemacht hat. Ach, Unsinn. Ja, was ist es denn dann? Wenn ich das bloß wüsste. Na, dann denk mal drüber nach. Ich hau jetzt jedenfalls ab. Tschüss. Okay, ciao. Und pass auf, was du diesmal zusammenschüttest. Danke für den Hinweis. Ach, und du sollst die Wannen schwenken, nicht schütteln. Guck durch deine Linsen, Mädchen. Ich mach das schon. Ja, aber bitte richtig.
Wie, in der Dunkelkammer gibt's kein Telefon. Dann holen Sie mir doch Jackie mal kurz raus. Was? Das gehört nicht zu Ihrem Job? Aber Sie sind doch die Sekretärin. Okay, alles klar. Nee, hahaha, war nur ein Scherz. Tschüss. Was ist los? Keine Ahnung. Vielleicht sind Sie schon auf dem Weg. Vielleicht auch nicht. Ach, na bravo. Oh, dann würde ich mir an deiner Stelle aber ganz schön was anfallen lassen. Entschuldigung, sind wir hier richtig für die Fotoausstellung? Ja. Sie haben sicherlich erwartet, dass Sie auch ein paar Fotos haben, ja? Ja, es ist nur so, dass die Bilder, die kommen ja später. Das gehört zu unserem Event. Wir ziehen das Ganze hier happening-mäßig auf. Also, Sie müssen sich die Fotos erstmal selbst vorstellen. Das regt die Fantasie an, passend zum Titel. Was stellen Sie sich zum Beispiel unter Puppennest vor? Also, ich stelle mir da immer so eine Larve vor, von einem Schmetterling. Sie wissen schon, was ich meine. Erst ist es ein ganz ekliges Teil. Und dann wird es zu was Wunderbares. Nicht zu einer Puppe, nein, das war es ja vorher. Puppe und Larve. Verstehen Sie? Natürlich, Sie sind ja die Kunstkenner. Ja. Naja, genau. Deshalb Puppen. Ist doch schön, oder? Du, wir haben jede Menge Zusagen. So? Das bringt ordentlich Geld in die Kasse. Also, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht, warum du dir das hier alles antust. Du könntest es dir hier so richtig nett machen, aber nein, du lädst ja all diese Leute ins Haus. Christoph richtet seit 15 Jahren die Wohltätigkeitsgala aus. Die Tradition muss weitergehen. Aber Christoph ist nicht mehr da. Daran kann doch nicht die gute Sache leiden. Du leidest doch auch darunter. Also, da sollen sich die Tierschützer mal nicht so anstellen. Klar, das ist eh nicht zu ändern. Die Sache ist nicht mehr rückgängig zu machen. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was ist, wenn Clarissa bei der Gala auftaucht? Die habe ich nicht eingeladen. Na und, das ist doch für sie kein Hinderungsgrund. Außerdem wohnt sie ja hier. Also das wird sie nicht wagen. Da macht sie sich nur lächerlich und das weiß sie auch. Und die Tierschützer haben sie eh auf dem Kieker wegen ihrer Pelzkollektion. Ich glaube kaum, dass sie Lust hat, sich als Tiermörderin beschimpfen zu lassen. Und außerdem, wenn die Presse dahinter kommt, das wäre auch nicht sehr günstig. Ich glaube, da wird sie sich ganz schön bedeckt halten. Sollen wir nicht einfach abhauen? Du meinst, wir sollen schwänzen? Wir können zu mir fahren. Okay, dann lass uns gleich los. Ist deine Oma zu Hause? Meine Oma? Die wollte in die Stadt. Du weißt es aber nicht genau. Naja, vielleicht hat sie ihren Plan geändert. Wird sie dich denn sehr stören? Hm. Sollen wir nach Friedenau fahren? Ich glaube, der Bus ist gerade weg. Ach so. Sollen wir dann doch noch hierbleiben und Erdkunde mitmachen? Willst du doch nicht schwänzen? Ich frag ja bloß. Sie müssen nur versuchen, sich alles vorzustellen. Das Mannsbild, den Samurai, ein sehr schönes Foto, den Zyklopen. Ja, ja, ich glaube, das reicht, oder? Wir gehen. Mist! Ah, Moment, meine Damen und Herren. Ich sehe, kann es gleich losgehen. Vielen Dank, dass Sie unseren Ausflug in die Welt der Fantasie mitgemacht haben. So, die Bilder sind da. Wir können starten. Jetzt können Sie sehen, ob Ihre Fantasien mit den Visionen unserer Künstlerin übereinstimmen. Also, dann hängt die Fotos mal auf. So, wer ist die Nächste? So, jetzt muss ich aber gleich in die Stunde. Ich kann ja dann weitermachen. Genau. So, das war's. Jetzt muss ich echt. Ciao zusammen. Hey, Uli. Gerd. Mann, du bist richtig zu beneiden. Meinst du? Naja, als Bruder von so einem Fußballstar, da fallen auch garantiert mal ein paar Mädels für dich ab. Quatsch. Ich kann er doch gar nicht alle allein versorgen.
Nick ist in festen Händen und ich auch. Ach ja, Bastiane. Und? Tut sie's? Wie und tut sie's? Naja, lässt sie dich ran oder bist du noch zu klein für sowas? Was geht dich das an? Ach komm schon, lässt sie dich zappeln? Hey, der wird ja rot. Obwohl, wie alt bist du? 15? 16? Eigentlich ein bisschen alt für eine Jungfrau. Nur zu deiner Beruhigung, ich bin keine Jungfrau. Ich hab's schon mal gemacht und nicht nur einmal. Ach ja? Wie macht es denn so? Ach, mal so, mal so. Wir machen eigentlich alles. Hey, er macht alles mit Bastiane. Leute, da können wir noch richtig was von ihm lernen. Meine Güte, Charlie. Hast du die heute schon gelesen? Nein. Dann halte ich fest. Steuerfahndung bei Clarissa von Anstetten. Wie bitte? Ein Riesenartikel. Der Titelseite und dem Innenteil. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Ich habe sie unterschätzt. Du glaubst also auch, dass Barbara dahinter steckt? Ja, natürlich, wer denn sonst? Aber das wird sie bereuen. Damit ist sie einen Schritt zu weit gegangen. Triffst du dich wieder mit Uli? Klar. Soll ich das hier nehmen? Es ist doch egal, du wirst es eh nicht lange anhaben. Oder lass dir die Sachen etwa dabei an. Sag mal, wovon redest du? Du hast mich angelogen, davon rede ich. Was? Du hast mir gesagt, du hättest noch nicht mit Uli geschlafen. Dabei gehst du schon längst mit ihm ins Bett. Wie kommst du denn darauf? Er hat es selbst erzählt. Uli? Ja, in der Pausenhalle, als ich dich abholen wollte. Er hat voll rumgeprotzt, dass ihr es ständig miteinander treibt. Ich hab gedacht, ich spinne. Aber ich hab noch nicht mit ihm geschlafen. Ehrlich. Ich weiß nicht, warum er sowas behauptet. Warum denn wohl? Weil er angeben will. Angeben? Ja, Bastiane. Es ist ihm peinlich, vor den anderen zu sagen, dass zwischen euch noch nichts läuft. Deswegen hat er doch nur so rumgeprotzt. Er will mit dir in die Kiste. Alle Männer wollen das. Uli nicht. Er ist anders. Ja, ja. Aber komm bloß nicht angerannt, wenn er es eines Tages doch mal mit einer anderen macht. Oh, Verzeihung. Dein Uli natürlich nicht. Der ist ja ganz anders. Genau. Also, irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die Ausstellung ein Erfolg wird. Eine Galeristin hat mich sogar schon zu sich eingeladen. Ja? Ja. Kannst du endlich mal sehen, was richtige Kunst ist? Hey, Jackies Fotos sind auch Kunst. Siehst du, wie die Leute drauf abfahren? Ja, und warum hat noch keiner was gekauft? Das kommt noch. Die Leute müssen erst mal gucken. Gekauft wird später. Was ihr nicht sagt. Man könnte fast meinen, ihr habt Ahnung. Ramon? Ja, schon gut. Ich sag nichts mehr. Ist auch besser so. Lasst uns lieber trinken. Auf uns. Prost. Ah. Der große Macker gibt sich die Ehre. Was ich dich fragen wollte, wie ist denn Bastiane so im Bett? Ist sie genauso gut wie du oder musst du ihr noch viel beibringen? Was redest du da eigentlich für einen Quatsch? Wieso denn Quatsch? Du hast doch selbst gesagt, dass du schon ganz oft mit Bastiane geschlafen hast. Da staunst du, was? Woher ich das nun schon wieder weiß? Tja, sowas spricht sich halt rum. Und ich dachte, du bist voll der Casanova. Dabei bist du nur ein mieser, kleiner Lügner. Vielleicht sollte ich das mal deinen Kumpels in der Schule stecken. Weiß, ich meine, hast du Bastiane davon erzählt? Natürlich. Sie muss doch wissen, was du so erzählst, wenn sie nicht dabei ist. Und, was sagt sie? Ich glaube, das möchte sie dir liebend gerne selber erzählen. Hast du schon gelesen? Nein. Was ist denn das? Das ist ja der Hammer. Warst du das? Ich? Ja, du. Nein, ehrlich nicht. Wir hatten dann die Zeitung informiert. Vielleicht einer von den Angestellten? Oder die Polizei? Es könnte
könnte natürlich auch jemand von der Steuerfahndung gewesen sein. Also eigentlich kommen da eine Menge Leute in Frage. Das glaube ich nicht. Also ich war es jedenfalls nicht. Obwohl ich ihr das hier natürlich voll gönne. Die wird sich schwarz ärgern, wenn sie das liest. Davon kannst du ausgehen. Wie auch immer. Das werde ich nicht so einfach hinnehmen. Barbara sollte sich jetzt schon mal warm anziehen. Due Campari, per favore. Wie könnte man ihr denn schaden? Ihre Firma. Das ist ihre Existenzgrundlage. Und wo lässt sie produzieren? In Asien. Grazie. Prego. Kann man da nicht was mit Kinderarbeit machen? Hm, keine schlechte Idee. Bloß ohne Beweise. Die kann man sich doch zurechtbiegen. Zur Not schleust ein paar Minderjährige an. Viel zu aufwendig. Dafür habe ich keine Zeit. Hm, also was anderes. Wie wär's, wenn du sie auch beim Finanzamt anschwärzt? Keine schlechte Idee, aber so wie ich Barbara kenne, lohnt sich das nicht. Geros Hochzeit. Was ist damit? Er hat einen Mann geheiratet. Ja, wen regt das heute noch auf? Nein, nein, es müsste schon was anderes sein. Etwas, das sie wirklich trifft. Christoph, das ist ihr Wunderpunkt. Wir erzählen der Presse, dass er ihr davongelaufen ist. Ja, und zwar mit einer Jüngeren. Mhm. Nur, ach, das haut doch auch keinen mehr vom Hocker. Was ist denn mit Ihrer Tierschutzgala? Wollen wir da was drehen? Ja, das klingt schon besser. Wir füllen rein pflanzliches Abführmittel in den Champagner. Charlie. Oder wir sagen, dass sie Tofu-Burger aus Rindfleisch sind. Mal im Ernst. Wir könnten Plakate drucken. Mit einem Foto von Barbara im Pelz oder mit einer kleinen Krokodilhandtasche. Sehr gut. Es müssen auch noch Bilder von der Jagd geben. Barbara mit einem süßen, toten Hoppelhäschen. Ja, und das drucken wir auf T-Shirts und verteilen es auf der Gala. Ach, wunderbar. Auch nicht schlecht. Nur, geht's nicht noch einen Tick härter? Was denn? Noch härter? Ja, natürlich. Diesmal soll sie richtig bluten. Na, ich bin mir sicher, uns fällt schon noch was ein. Wer ist da? Ich bin's, Uli. Komm rein. Bastian, ich habe heute Mist gebaut. Ich weiß. Das war eine saudoofe Situation. Dieser Gerd, der hat so lange rumgelabert. Uli. Was denn? Ich weiß, wie es war. Es war aber nicht so, wie Kathi es dir erzählt. Psst. Sag jetzt nichts. Zieh dich lieber aus. Ausziehen? Wieso? Weil ich mit dir schlafen will.